Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4 an die Uni. Wir sind heute wieder auf Sulani und ihr glaubt nicht, wie anstrengend 4 Kleinkinder sind. Ich dachte mir, ich nehme das hier so als Startbildschirm, weil es einfach das komplette Chaos widerspiegelt. Mittlerweile geht es tatsächlich wieder, aber es geht allen irgendwie sehr kacke und es gewittert die ganze Zeit. Es ist furchtbar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du keinen Schirm tragen solltest. Ach, egal. Das Problem ist, wenn ich den Kindern was sage, sie sollen zum Beispiel essen oder so, dann sagen die, oh mein Gott, es regnet und rennt von hier den ganzen Weg die Treppe runter bis hierhin, bevor die sagen, ach so, stimmt, ich soll ja essen und gehen dann erst wieder den ganzen Weg zurück hoch, weil ich hier das Essen hingestellt habe und fangen dann hier an zu essen. Das war super anstrengend, weil dieses blöde Gewitter macht mir jedes Mal einen Strich durch die Rechnung. Aber die beiden habe ich jetzt zum Glück ins Bett geschickt. Sie sind angekommen. Du bist auch müde und hast Hunger. Dann kannst du erst mal was essen. Und du kleines Scheißerli. Oh Gott, bist du knuddelig. Du kannst aber auch mal was essen gehen, würde ich sagen. Guck mal, der Papa hat nämlich was gekocht. Genau. Oh Gott. Du warst hier auch am Essen. Das ist doch schön, Keto. Was für ein Wetter. Das letzte Mal hatten wir die Hochzeit. Hatte ich dich nicht eben gebadet? Ja. Wow, ich bin begeistert. Im Grunde kannst du auch schlafen gehen, weil Kalani kam gerade von der Arbeit und der ist hundemüde, dem geht's gar nicht gut. Und ich habe hier mit Dach noch ein kleines Badezimmer hingebaut. Verstärkt hier durch diese Leisten, dass es halt nicht hier so in der Luft schwebt, weil noch einen Baum hier hinsetzen wollte ich dann doch nicht. Dass ich hier auch Platz haben, besonders wenn jetzt bald die Schule anfängt, weil die beiden süßen Mäuse werden in 2 Tagen älter. Und ich bin so gespannt, ob das hier wirklich so bleibt, weil durch den Kindergarten habt ihr ja echt gut was dazugekriegt. Und wann habt ihr jetzt genau Geburtstag? Am Samstag, alles klar. Dann dürft ihr jetzt in Ruhe schlafen. Och, ihr macht hier Gemeinschaftsessen. Das ist süß. Und er wurde befördert, habe ich gesehen. Nee, hier, da muss ich hin. Noch 12 Stunden bis zur Arbeit. Umweltbewusstsein verbreiten. Das ist okay. Du hast ja noch ein bisschen Zeit. Hier, du solltest... Nee, Keto, du solltest den Hund baden. Bade den armen Patchy. Hier immer streicheln. Ich habe dich gerade gebadet. Warum bist du jetzt schon wieder... Oh mein Gott! Ja, 1000 Mal ja, natürlich. Amon ruft an. Oh Gott, mein Herz geht auf. Mein Herz geht gerade so hart auf, dass es... Amon hat sich ewig nicht gemeldet. Den haben wir zuletzt an Silvester gesehen und auch nur, weil ich ihn rein zufällig einladen konnte. Das ist ja toll. Oh mein Gott, dann können wir von zu Hause mal ein bisschen entfliehen. Amon! Polizistenwitz machen. Das ist so das Erste, was dir dazu einfällt. Frage nach Amons Kinderwunsch. Ja, macht das auch, wenn das garantiert war mit euch. Kalia ist... Och, du hast ja immer noch das Inseloutfit an. Keto, ich habe noch eine Eintrittskarte für die angesagte Oper der Stadt übrig, aber wir müssen sofort los. Kommst du mit? Nee, dein Vater hat angerufen. Wir können gerade leider gar nicht. Ich hätte nichts gegen Kinder. Bitte ein Freund zu sein. Ja, natürlich. Hallo? Bis dass der Tod euch scheidet, war ja leider. Ewige Liebe erklären. Oh. Flirten. Oh, das ist so süß. Amon ist wieder da. Oh. Es ist so süß. Oh Gott. Okay, dann bestellen wir hier mal was. Wir hätten auch gerne einen Tisch. Ah, da ist Leila. Die ist immer noch jung und knackig. Keto, das ist bestimmt frustrierend für dich, oder? Aber jetzt altern ja alle. Oh. Amon? Schlafen? Wirklich jetzt? Komm, geh um den Tisch betten. Ich glaube, ich werde wirklich krank. Ich meine, Nase ist schon wieder so ein bisschen dicht. Und hier sind immer noch die ganzen Kürbisse von... Nee, das muss ich mal eben wegmachen.
So, jetzt ist alles ent hellofiniziert. Warte, ich höre hier was. Amon? Der macht doch gerade keinen Selbsttechtelmechtel, oder? Tatsache, der hat einen Selbsttechtelmechtel gemacht. Okay. Amon, kommst du runter? Wir haben einen Tisch bestellt. George, hi! Dich wollte ich eigentlich auch nochmal altern lassen. Bist du. Jade Charming? Hast du neu geheiratet, George? Was ist denn mit Snow? Okay, Snow White Bear ist zu einem Erwachsenen gealtert. Wart ihr bei mir nicht verheiratet? Kann das sein? Ja, dann geht pieseln. Dann könnt ihr hier für den Tisch bestellen. Ach so, Amon hat ja uns da eingeladen. Hallo, Amon. Na komm, setz dich hin, Kito. Warte, was? Warte, was? Tenebrae Riley ist zu Kind gealtert? Nee. Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Da muss ich gleich nochmal gucken. Hallo, meine Süßen. Würdest du nicht ein bisschen was erzählen? Romantik. Flirten. Aufreizen, posieren. Hey, du stehst hier im Weg. Die hat George bestimmt nur geheiratet, weil sie ins Let's Play wollte. Oh, hier war euer letztes Date. Euer erstes und letztes Date? Kann das sein? Oh. Amon, du fehlst mir. Oh, du fehlst mir, Amon. Das war so eine coole Zeit mit dir. Der demotivierteste Zauberer der Welt ist er gewesen. Oh, schön. Was hat im Busch rumschmusen? Da kommt er doch gar nicht ran. Leute, ihr kommt da nicht ran. Der steht nämlich hier so hoch, da kommt ihr im Leben nicht ran. Kiddo. Da ist ja noch ein Busch. Okay. Ja, Leute. Kaladi kommt definitiv nach seinen Eltern. Ja. Okay, dann schmust ihr rum und danach wird gegessen, ja? Ich meine, wir wollen es Keto gönnen. Keto hatte ja lange keine Zärtlichkeiten mehr. Was möchtest du hier machen? In die Wolken schauen mit Kalani. Oh. Herbert und Lucifer kriegen Kätzchen. Das ist süß. Hä, Kena hat geheiratet? Kena, du warst verheiratet. Ich muss gleich beim MCC nochmal gucken, was ich da eingestellt habe, weil irgendwie. Stimmt da was nicht? Habe ein Techtelmechtel mit einem Gespenst. Oh, das ist toll. Hier zusammensitzen. Oh, er hat dir Steak bestellt. Und einen sauren Punsch. Amon, hier ist das Essen. Oh, das ist so süß. Oh Gott, ist das süß. Wie geht's hier? Oh mein Gott, du hast voll Hunger. Du hast voll Hunger. Luana hierher bringen. Hier, dann isst du das. Nee, du isst das jetzt nicht. Du isst das jetzt nicht, Keto. Deine Enkelin isst das jetzt. Wenn zu Hause sich keiner um dich kümmert, ihr habt ja alle voll Hunger. Nee, ihr beide nicht. Leute, was macht ihr? Was macht ihr denn? Guck mal. Hallo, Opa. Wir können nur leider nicht wieder mit dir interagieren. Das ist total schade. Aber dann hat Luana hier was zu essen. Dann setz dich hin. Du hast eh nicht so den Hunger. Was machst du denn für Notizen? So Tipps fürs Jenseits oder was macht ihr da? Ständchen bringen, das finde ich süß. Worüber redet Amon denn?
Das war ja ein sehr schnelles Ständchen, Keto. Ihr seid schnell im Abräumen. Wo hast du dich jetzt denn verkrümelt? Draußen! Aber es ist doch kalt! Hauptsache, du isst was hier, ne? Bist du denn zu Hause gefüttert? Nee. Oh, du bist so goldig. Nam, 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 nam. Amons Enkelkindchen. Oh, so. Oh. Ich glaube, sie traut sich nicht so in der Öffentlichkeit zu singen. Kann das sein? Hast du keinen Hunger, Amon? Sag mal, Keto, warst du nicht gerade pieseln? Oh. Ach, seid ihr süß. So, du bist jetzt wieder glücklich? Dann kannst du jetzt wieder nach Hause gehen. Komm. Wow, das ging schnell. Und jetzt hast du mega Hunger. Oh. Dann komm du her. Dann kannst du hier das hier essen. Och komm, armes kleines Baby. Was machen die denn zu Hause mit euch? Dass ihr da nichts zu essen kriegt. Kriegen das Kalani und Murakun nicht alleine hin ohne Keto? Kann das sein? Och, klein Mucki. Isst du das, wenn das hier rumsteht, ja? Musst du nicht bezahlen, kannst du schön essen. Und du setzt dich dahin, wo deine Schwester auch gegessen hat. Ah, ihr seid so süß, verdammt nochmal. Du musst... Warum willst du denn den Busch bestäuben? Wir haben doch hier ein Klo. Sehr seltsam. Hey, was ist hier los? Ja, dann isst du das von Opa. Guck mal. Hat er bestimmt nichts gegen, wenn du das von Opa isst. Noch kleiner Schatz. Opa Amon, ich hab Hunger. Darf ich dein Essen essen? Aber sicher doch, kleiner Mann. Dankeschön. Ja, mit wem telefonierst du? Und sie kommt wieder zurück. Das ist doch schön. Wollt ihr nochmal ein Techtelmächtelchen machen? Super. Im Bett rumschmusen. Warum geht eigentlich nur rumschmusen? Ihr seid erwachsen. Ja, hier, Techtelmächtel. Zack. Erinnert ihr euch noch an die Folge, wo wir das letzte Mal hier waren mit den beiden? Oh, wie schön. Ich finde das richtig, richtig toll. Ich hoffe, das ist kein Zeichen, dass Keto jetzt auch demnächst hops geht. Das wäre doof. Schmeckt dir Opas Essen? Ja. Schmeckt dir, ne? Ist nur doof, dass du keinen Spaß hast. Lecker Schmecker! Und du stinkst. Bella Grusel hat ein Kind geboren und Finja hat ein Kind geboren und bla bla bla. Interessiert uns nicht. Dann kannst du jetzt wieder nach Hause gehen, Schnucki. Techtelmechtel, genau in dem gleichen Bett, wo sie das letzte Mal auch Techtelmechtel hatten. Ah, wo Amon fast gestorben wäre. Ach schön, dann haben wir wieder eine Folge mit Keto gehabt hier. Das finde ich toll. Ihr Süßen. Keto kommt auch mal wieder auf ihre Kosten. Ich finde das toll. Bevor sie selbstständig wird, weil ihr habt ja dafür gestimmt, dass Keto ein Restaurant kriegt, ein eigenes kleines. Das bin ich tatsächlich auch schon am Bauen. Und dann wird Keto selbstständig. Vielleicht geht sie dann das nächste Mal da essen. Amon, du haust doch jetzt aber nicht ab, oder? Nee. Gut, Keto kann jetzt hier noch ein bisschen schlafen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!